Ich denke mal, mit den Widerstandsarten ist das eher so für PvP gedacht oder vielleicht für den Tank oder so. Nicht für mich als DD und hier die Stoffrüstung sowieso nicht. Mit Intelligenz und Willenskraft und so, Stoff und so. Nee. Machen wir hier. Ach, ja, toll. Dann hier ist die Ratten drin. Geh wieder auf, Tor. Geh auf. Na komm, putt, putt, putt. Los. Hüpf. Mach hin. Los. Danke. Dann kommen wir da auch durch. Und dann haben wir da noch eine Banshee. Ich denke mal, die wird uns die letzte Essenz geben, die wir noch brauchen. Ach, ich kann mal gucken, ob in den Kisten vielleicht irgendwie das Ding drin ist, was ich haben wollte. Oder was ich brauche für die Quest hier, dieses Weihwasser. Weil das ja hier wirklich überall angegeben ist. Weihwasser von Stadtholm, flüssiges Gold. Ja, irgendwie hat das Ding sogar schon angelockt, dann kann ich da auch mal draufkloppen. Gut, das Ding ist tot, jetzt kommt von da hinten noch ein Gargoyle. Der hat aber auch nicht lange was zu lachen, der ist hier bald weg. Und stirb. Stirbst du wohl? Wirst du wohl endlich sterben? Na los! Verrecke! Verrecke, du Arschloch! Mein Gott. Also die kloppen dann nebenbei noch auf irgendwelche Ghule ein. Kein Wunder, dass das so lange dauert. So, meine letzte Banshee-Essenz. 4 von 4. Dann ist das auch fertig. Wird dann da abgegeben. Der Healer tankt gerade ein bisschen Mana. Ich würde gerade sagen, er tankt Mana. Was genauso geschrieben wird, aber was ganz anderes wäre. Mana tanken, wie würde denn das aussehen? Ah. Will ich mir, glaube ich, gar nicht vorstellen. So, der ist auch schon aggro. Dann hauen wir da einfach mal mit drauf. So, tot. Ich mache wirklich gerade erschreckend wenig Schaden. Ja. Könnte daran liegen, dass ich, wie gesagt, diese eine Fähigkeit noch austauschen wollte in meiner Leiste da. Und dann jetzt durch die schnelle Indie nicht schon gedacht habe. Gähn. Ich weiß, professionell ins Mikrofon zu gähnen, aber Wayne. Gut, da haben wir noch einen. Einfach mal randommäßig auf irgendwelche Gegner draufkloppen. Ich habe schon oft genug gesagt, ich bin kein World of Warcraft-Profi. Ich bin nicht darauf aus, irgendwie den meisten Damage zu machen oder irgendwie meine Skills zu beweisen. Das überhaupt nicht, nee. Und das merkt man auch. Oder das sollte man eigentlich merken, wenn man mein Let's Play guckt. Gut, Mal der Wildnis. Warum habe ich das nicht? Oder hatte ich das gerade schon gehabt und habe es nur nicht gesehen? Ich renne hier heute die ganze Zeit ein vor. Ich müsste eigentlich mal Schluss machen und den Part hier rendern, hochladen und ins Bett. Aber naja. So, einfach mal draufklappen. Einfach draufklappen. Scheißegal, was kommt. Einfach drauf. So, da hier auch weiterkloppen. Dann kann ich nebenbei noch einen Schluck zu mir nehmen. Und hier weiterkloppen. Und noch mehr kloppen.
Ach, hier ist nichts mehr zum Klappen. Na gut, da ist noch eine Banshee. Ich weiß auch gerade gar nicht groß, wo es hier lang geht. Klein wir da rein. War hier irgendwas im Chat, das ich übersehen habe? Nee. Nö. Nix. So. Ich werde aber einfach mal die Kisten öffnen, weil ich wie gesagt jetzt nicht weiß, was mit dem... Ah, Weihwasser von Stratholm. Sag ich doch. Kisten. Dann war das auch schon mal. So. Töten, töten, töten und killen und so. Und noch mehr töten. Und weiter töten. Ach Gott, das ist spannend, auf die Gegner einzuklappen. So, wollen wir jetzt den da abmurksen? Wollen wir? Habt ihr Lust dazu? Hüpf. Ich tanze mal mit dem. Was? Maleki, der Leichenblasse. Ach, wir haben da drüben noch Gegner. Na gut, machen wir erstmal die Gegner platt. So. Das sollte auch nicht allzu schwer sein. Ja, schon weg. Halt, noch nicht ganz. Jetzt? Jo, jetzt ist hier nichts mehr. Was geht's jetzt? Ach so, Stufe 50, GZ. Jetzt aber mal legt die Leichenblasse. So, dann mal den nochmal, damit der Damage over Time gewährleistet ist. Und dann hier alle Kombo-Punkte aufbrauchen, auch wenn das jetzt nicht so reinhaut, wie es eigentlich sollte, aber naja. Und tot und ordentlich Erfahrung gekriegt, so wie zu jedem Gegner und so. So. Das sieht aber eigentlich grafisch ganz geil aus. Auch wenn ich hier nicht auf maximalen Grafikeinstellungen spiele und so. Ich sollte mich vielleicht auch mal anders hinsetzen, dass es ein bisschen bequemer im Rücken ist, aber egal. Klopf da einfach mal drauf ein. Wie spannend das doch ist. Ja. Sexy Ghoul Hintern. Na, krieg ich den so? Ja. So, wenn wir es doch sehen. So ist es doch geil. Egal. Klappen wir da mal drauf. Aber ganz ehrlich, ich mag fast behaupten wollen, Essenz des Untodes kann ich, glaube ich, nicht groß benutzen. Sagen wir mal hier. Ich mag fast behaupten wollen, dass es mit dem niedrigen Damage an dem Druiden selber liegt. Denn guckt euch mal den anderen Druiden an. Der ist auch gut, der hat um einiges mehr Damage als ich, weil ich hier, ja, erstens keine Ahnung vom Druiden habe, zweitens den Skill hier nicht drin habe, den ich noch reintun wollte. Und drittens teilweise so ein bisschen, ja, scheiße baue und nicht unbedingt darauf aus bin, den höchsten Damage zu machen. Aber trotzdem, guckt euch das mal an. Der hat. Ja. Ungefähr halb so viel Schaden wie Büsten. Und Büsten ist mit dem zweiten Platz, ja. Ja. Und auch der Damage pro Sekunde. Also das hier in Klammern geschrieben.
ist um einiges niedriger als das, was die Paladine haben. Deswegen ist nur eine Vermutung, aber ich gehe mal stark davon aus, dass Druiden nicht so ganz die tolle Klasse sind. Jetzt müssen wir gucken, der ist eine Eule. Ist der das überhaupt? Ja, ist er. Und was haben wir für einen Healer? Ist ein Priester. Ja, ich bin sowieso viel zu lange raus aus der WoW-Materie. Ich zocke hier nur das Let's Play, das Verfahren so ein bisschen, und sonst habe ich mit WoW eigentlich nichts mehr im Hut. Einfach nur hin und wieder mal, wenn ich mal Lust drauf habe, aber da kann man auch nicht von mir verlangen, dass ich irgendwie die WoW-Ahnung habe oder mich da auskenne oder was. Naja. Und ich werde mir auch Mists of Pandora, werde ich mir nicht holen. Oder wie ist das so? Ich glaube, ja, also diesen Panda-Scheiß. Denn Cataclysm hat mich so enttäuscht. Cataclysm hat das Spiel so kaputt gemacht. Da, ja, es kann natürlich sein, dass Pandora das Ganze wieder rausholt und dass das die super geile Erweiterung wird. Aber die Leute, die vor der Lich King Erweiterung gespielt haben, die haben gesagt, dass Lich King das Spiel so kaputt gemacht hat. Ich kenne das Spiel jetzt aus der Lich King Zeit und bin der Meinung, dass Cataclysm das Spiel kaputt gemacht hat. Und wenn jetzt Pandora nochmal einen Schritt weiter in Richtung totale WoW-Zerstörung ist und totales, ja, keinen Bock mehr auf Spiel machen und so weiter und so fort, da weiß ich nicht, wohin das noch führen soll. Yay, Level Up. Leder, was ist denn das? Minus Beweglichkeit ist doof. Was sind das? Minus Beweglichkeit plus Intelligenz, Ausdauer, Tempo brauche ich nicht. Ups, da habe ich aus Versehen was gepult. 3-4 Pull. Ja, ich weiß nicht, ihr könnt mir ja mal schreiben, was ihr dazu sagt, wie das mit WoW weitergehen soll. Ich habe irgendwann auch schon mal angefragt, wie es bei euch aussieht, wie lange ihr WoW spielt, seit wann ihr WoW kennt und wie ihr die Unterschiede zwischen WoW damals und heute seht. Jetzt frage ich euch mal, wie seht ihr die Zukunft von WoW? Halt auch gesehen anhand der bisherigen Veränderungen. Meint ihr, WoW macht sich nach und nach immer weiter kaputt, oder meint ihr, dass die nächste Erweiterung Pandora und eventuell eine danach noch kommende Erweiterung oder was, dass das wirklich eine Bereicherung für das Spiel sein kann? Ja, pro oder contra? Wie seht ihr die Zukunft von WoW? Schreibt mir das einfach mal so in die Kommentare. Mich würde wirklich mal eure Meinung interessieren dazu. Ich persönlich sehe in WoW keine große Zukunft mehr. WoW ist ausgelutscht. WoW hat seinen Höhepunkt gehabt und ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch viel Begeisterung für neue Spieler ist oder was auch immer. Und ich muss auch sagen, WoW hat viel von dem Fame von Warcraft 3 damals noch abgekriegt. Also viele Warcraft 3 Spieler sind dann zu WoW übergegangen, sind dann bei diesem Rollenspiel-Genre geblieben und waren glücklich damit. Aber ja, den Bonus haben jetzt die heutigen WoW-Erweiterungen ja auch nicht mehr, weil das heutige WoW hat ja nicht mehr viel mit Warcraft 3 zu tun.